Mein Kanal Useful Vid geht stramm auf die 10.000 Abonnenten zu. Dafür bedanke ich mich jetzt schon einmal bei meinen Zuschauern. Und ich gönne mir aus diesem Grund ein kleines Upgrade für meine Videos und ihr bekommt einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Meine Videos habe ich bisher mit kleinem Budget produziert. Die Tonaufnahmen kommen in der Regel von meinem Zoom H1N mobilen Audiorekorder, der auch als USB-Mikrofon funktioniert. Diesen ersetze ich nun mit meinem Rode NT1 Großmembran-Kondensatormikrofon. Damit mir das Mikrofon nicht vor dem Monitor hängt, benutze ich den Mikrofonarm PSA1 von Rode. Der Mikrofonarm ist hochpreisiger als die Standardmodelle aus China, dafür kann er aber auch schwere Mikrofone wie mein NT1 problemlos halten. Die Montage ist simpel. Die Tischhalterung wird am Tisch festgeschraubt und der Mikrofonarm eingesteckt. Die Schwerkraft reicht aus, um die beiden Teile sicher miteinander zu verbinden. Das Rode NT1 ist bereits in seiner Spinne befestigt. Diese kann nun am Mikrofonarm befestigt werden. Damit mich das Mikrofon am wenigsten stört, hängt es oben neben meinem Bildschirm. Um das Mikrofon mit Phantomspeisung zu versorgen, habe ich mir das Motu M2 USB Audio Interface gegönnt. Dieses wird per XLR-Anschluss an das Mikrofon angeschlossen und am PC über den USB-Port. Dieses Video spreche ich auch komplett mit dem Rode NT1 ein, damit ihr einen Eindruck von meinem neuen Setup bekommen könnt. Das sind jetzt aber nicht die einzigen Neuerungen, die euch jetzt ab dem 10.000. Abonnenten auf Useful Vid erwarten. Es wird in der nächsten Zeit noch ein paar andere Änderungen geben. Dazu wird nochmal ein separates Video kommen, was sich am Kanal alles ändern wird. Das war jetzt ja nur die technische Ausstattung, die etwas besser wird. Wenn ihr Wünsche habt für die Zukunft von meinem Format, freue ich mich natürlich jetzt über Kommentare unter diesem Video.